Hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Rennen Need for Speed Hot Pursuit. 26 Kilometer liegen vor uns. Wir sind mindestens zu fünft unterwegs und das verspricht auch ein interessantes Rennen zu werden. Los geht's! Ja, wer noch nicht die höchste Stufe erreicht hat, der startet natürlich als erster, um den anderen Windschatten zu schenken. So, jetzt komme ich die schöne Abkürzung, die ich nutzen muss, falls es mir nicht verwehrt wird von irgendwelchen Dränglern. Wow, X-West, ein eisenharter Fahrer, wie ich festgestellt habe. Fast nicht zu schlagen. FWD ist natürlich auch wieder dabei. So, jetzt müssen wir mich mal ein bisschen konzentrieren hier. Oha. Oh, die Spitzkehrenabkürzung vergessen. Das kann natürlich sehr nachteilig werden für den Rest des Rennens. Da muss ich ordentlich drauf treten, um noch was aufzuholen. Gut, da kommt schon wieder einer dieser lustigen Kringel, die man im Idealfall komplett durchdriften kann, wenn man hohe Geschwindigkeit hat beim Einsteigen und nicht gedrängelt wird. Und ein bisschen mit der Lenkung nachjustiert. Wow. Diese kurze Nasenpuckelabkürzung, die lassen wir erstmal. Oh. Der nächste Superkringel wartet schon. Zu langsam eingestiegen bin, macht sich das ein bisschen problematisch hier. Thank you.
scheine ich wohl wieder eine Abkürzung ausgelassen zu haben. Die jetzt unterm Highway lang führt. Wow. Werden die Namen gar nicht mehr eingeblendet. Hat das etwas zu bedeuten? Das war natürlich Mist, sag ich mal so. Oh, wir sind ja bloß noch zu viert unterwegs, sehe ich gerade. Oh, FWD gibt wieder Lichtsignale. Wow. Das habe ich schon fast befürchtet. Entweder passiert es beim Gegenverkehr oder auf der eigenen Spur. Ach, wer auf die Karte guckt und nicht auf die Strecke, dann kommen sofort Schlenker zustande. Dreck hochziehen hier. Ja, das war soweit ein ganz schönes Rennen, glaube ich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis demnächst.